Hallo und herzlich willkommen zu den BattleTech Essentials. Hallo und herzlich willkommen zu den BattleTech Essentials. Ich hatte ja angefangen mit den einzelnen Zeitschienen. Heute möchte ich mal ganz kurz auf die unterschiedlichen Fraktionen eingehen, die es gibt, die euch halt innerhalb dieses Spiels begegnen. Im ersten Spiel, Game of Armored Combat Box, seid ihr etwa um 30-25 unterwegs. Und die Häuser und Fraktionen dazu findet ihr natürlich hier auch im Primer. Aber den hole ich jetzt mal nicht raus, weil wir gehen ja auch dann noch weiter Richtung 30-50, weil ja die Clan-Invasion auch aktuell ist. So, dann fangen wir einfach mal mit 30-25 an. Da haben wir natürlich dann die großen Häuser. Ich nehme das einfach mal aus der Commanders-Edition mit heraus. Da haben wir dann auch eine schöne Übersicht mit drin, die es leider Gottes so nicht überall gibt, wo man es gebrauchen könnte. Das sieht dann etwa so aus, die Karte im groben Überblick. Da habt ihr dann auch die Fraktionen, sieht so ähnlich aus wie beim Primer, den ihr hier in der Game of Armored Combat Box mit drin habt. Die wichtigsten wären dann zum Beispiel Haus Steiner, das Lyrianische Kombos, dann Haus Kurita, Haus Davion, Haus Liao, Haus Marik, und wir hätten aber noch ein paar Peripheriestaaten, die sind aber nicht so hier gerade aufgeführt. Und natürlich auch Comstar als quasi pseudo-religiöser Orden, der natürlich auch einen militärischen Arm mit hat. So, also, dann fangen wir mal an. Die wichtigsten Protagonisten sind ja auf der einen Seite Haus Liao, Marik Kurita, und auf der anderen Seite eben halt Davion Steiner und natürlich dann im späteren Verlauf der Sand-Is-Pakt. Wer dazu irgendwas lesen möchte, da empfehle ich die Romane, zum Beispiel die Warrior-Trilogie. Die geht dann zum Beispiel auch mit drauf ein, wie da die Kräfteverhältnisse so sind um diese Zeit. Wichtig ist zum Beispiel Liao, das ist ein kleinerer Staat. Es sind meistens so chinesische Siedler, die bei Liao sind. Und sie haben eben halt auch, ja genau, die Kultur ist eben halt chinesisch geprägt, ne? Also vom ganzen Drum und Dran. Ist ein kleiner Staat, da sind die Kriegerhäuser mit dabei, die finde ich sehr cool mitunter. Haus Imara zum Beispiel. Und natürlich die gefährlichste Einheit sind dann die Todeskommando, und dieser Staat, also Liao, wird eben mehr oder weniger diktatorisch geführt von Max Liao, also Maximilian Liao, um 3025 später dann Romano Liao. Romano, mein Gott. Innerhalb des vierten Nachfolgekrieges spaltet sich dann der Sand-Yves-Pakt ab. Dieser wird von Candence Liao regiert, der späteren Frau von Justin Allard. So, dieser Staat hat eben halt immer das Problem, dass eben halt Maximilian Liao gern der erste Lord werden möchte. Leider zu klein, kaum Schlagkraft, aber sehr gefährlich, finde ich. Ich finde es auch ein sehr interessantes Haus. Aber na gut, man merkt eben halt da auch so diese ganz normalen Spannungen, die es schon immer gibt, so zwischen Amerika, China, Japan und so. Das wird dann hier auch in den Romanen mitverarbeitet. Das ist ganz merkwürdig. Aber gut, ist ein amerikanisches Produkt und so wird das eben halt mit reingearbeitet. Okay, dann bleiben wir erstmal auf der Seite. Dann kommt Haus Marik. Das sind so mehrere kleine Staaten, die sich dann zusammengefügt haben, irgendwie Protektorate. Ach, ich weiß gar nicht, welche Siedler das hauptsächlich waren. Da bin ich mir überhaupt gar nicht so sicher, weil da erfährt man eigentlich weniger, finde ich. Ja, also, keine Ahnung. Also da stehe ich jetzt ein bisschen mehr auf dem Schlauch. Aber auch da die Secura. Secura ist dort, glaube ich, der Geheimdienst. Es gibt auch die Oriente-Husaren und so weiter und so fort. Die tauchen zwar auch auf alles so in den Romanen, aber das ist dann, wie gesagt, Haus Marik. Ja, da erfährt man eigentlich nicht ganz so viel. Erst später in den moderneren Romanen zum Beispiel über die Ritter der Sphäre dann, ja, wo dann Plexwort langsam auftaucht. Aber wir sind erstmal bei 30-25. Dann kommt natürlich Haus Kurita, da weiß ich es wieder. Die sind eben halt japanisch angehaucht, weil da viele japanische Siedler mit rübergegangen sind oder aus diesen
Siedlern entstand eben halt Haus Kurita, was eben halt im Verlauf der Zeit wieder zum Bushido gefunden hat, eben halt die Tradition der Samurais eben hat aufleben lassen. So, das wären die drei großen Häuser auf der einen Seite und natürlich die Gegner, das wären dann Haus Davion, die sind ja so Amerikaner und sowas, ne? Also das ist eben halt das typisch Amerikanische, mehr so kriegerisch oder der kämpferische Arm des Bündnisses. Und im Lyrianischen kommen wir es, oder Haus Steiner, da sind eben halt mehr Händler. Das sind auch so Deutsche, Italiener sind dann mit dabei, ja, als Siedler. So, dass man so die Grundrichtung hat. Das sind erstmal die fünf großen Häuser zu dieser Zeit. Ich glaube, ich habe hier auch noch irgendwo gesehen, die ganzen Peripheriestraßen, also zumindest ein paar habe ich hier gelesen. Müsste ich schnell mal kurz reinschauen. Ich mache das ja schon beim Umblättern hier. Weil da gab es mehrere. Ich habe das irgendwo anders noch gesehen. Ich glaube beim Mercenaries. Ja, beim Alpha Strike Mercenaries. Da war das drin, wo das eben halt nochmal, wo nochmal die ganzen Peripheriestaaten drin sind. Hier haben wir zum Beispiel. Wo sind denn die? Ah, genau. Was die Circinus Föderation, dann die Randgemeinschaft, die Hanse, Nueva Castilla, Marianische Hegemonie, Magistrat Canopus, das ist eben halt schon ein bisschen größer. Ich glaube, die haben dann noch ein Bündnis später mit Sunzoliao, das Taurus Konkordat, Calderon Protektorat, Außenweltallianz, das wären dann halt die größeren. Und 3034 entsteht auch die Freie Republik Rasalhak. Rasalhak, ja, das sind so ja, schwedische Siedler gewesen oder so. Die haben sich dann abgespalten von Haus Kurita sozusagen. Ja, also das wäre so Richtung Nachfolgekriege. Und was dann kommt, sind natürlich die Clans, die kommen erstmal später. Also man hat so um 3025 halt diese zwei Lager dann, weil sich dann auf der einen Seite das Vereinigte Commerce gegründet hat und da wollte man eben halt noch einen Gegenpuffer irgendwie aufstellen. Das Ganze ging dann von Comstar aus. Comstar ist so ein religiöser Orden, der das Hyperpuls-Netzwerk oder die Hyperpuls-Generatoren faktisch betreibt, instand hält und eben halt für die Kommunikation zuständig ist. Die haben natürlich dann auch einen militärischen Arm noch mit dabei. Ja, das wären erstmal die wichtigsten Häuser. Dazu ist, wie gesagt, anzumerken, Davion ist mehr oder weniger, ist zwar auch feudal geführt, aber mehr Richtung, ja, man hat, die Bürger haben noch einige Freiheiten, die man so bei Kurita und bei Liao nicht hat. Die sind eben halt, ja, diktatorischer, kann man das so sagen. Also Liao ist eher Richtung Diktatur, ja, Kurita traditionell und bei Marik weiß ich es auch nicht so richtig. So, um 3052 tauchen dann plötzlich die Clans auf, die dann einfach eine Invasion starten gegen die innere Sphäre. Da hätten wir dann zum Beispiel die Geisterbären, Clan Wolf, Jadefalken, ach, wie hießen die? Nebelparder, also Smoke Jaguar. Und mir fehlen noch dann noch ein paar, die Diamanthaie sind dann noch mit dabei. Stahlvipern und Novakatzen natürlich und so weiter und so fort. Also man geht ja auch nicht auf jeden ein. Die wichtigsten oder die, ja, die größten Clans, die eigentlich ja, die Vorherrschaft innerhalb der Clangesellschaft haben, ist eigentlich Clan Wolf. Das sind mehr oder weniger Bewahrer, die eben halt eigentlich die Invasion nicht unbedingt wollten. Es gibt natürlich dann auch einen größeren Anteil, der da trotzdem die Invasion haben wollte. Ja, alles sehr spannend. Die Geisterbären, ja, könnten Bewahrer sein, nicht ganz so. Natürlich die Nebelparder, der dann innerhalb der Clan-Invasionszeitschiene von der inneren Sphäre dann angegriffen wird. Das hatte ich ja schon im letzten Video gesagt. Und die Jadefalken sind eigentlich ein traditioneller Clan. Aber ja, auch nicht schlecht. Der beste Charakter, den es noch gibt, Joanna. Müsst ihr mal lesen, wenn ihr die Romane in die Hand kriegt. Also Joanna, die ist schon ganz cool, eine Ausbilderin. Ja, der Phönix-Trilogie, da könnt ihr sie kennenlernen. So. Und innerhalb dieses Zeitalters zum Beispiel
bildet sich dann auch noch PlexWord. PlexWord ist dann die Abspaltung von ComStar, die innerhalb des Marek-Raums halt ihr Asyl finden und die dann eben halt Marek zum Exil-Primus ausrufen. So. Das sind eben halt in dieser Zeitschiene die großen Akteure. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Gut, die Clans, muss man sagen, das ist eigentlich eine Kriegerkaste. Das System baut eben halt auf dem Eugenikprogramm auf, wo eben halt der perfekte Krieger gezüchtet wird, der von Kindesbeinen an ausgebildet wird, um dann im jugendlichen Alter halt geprüft zu werden und Krieger zu werden. Natürlich endet das Kriegerleben relativ zeitig. Mit knapp über 30 werden die schon sozusagen in Rente geschickt, in eine Solhammer-Einheit, wo sie eben halt versuchen, einen ehrvollen Tod zu finden. Die Kriegerkaste ist halt vorherrschend. Es gibt dort Blutnahme, um die regelmäßig gekämpft wird. Und Blutnamensträger, der ist, läuft faktisch so außen vor, braucht nicht seinen Positionstest regelmäßig machen. Er bleibt meistens länger Krieger als wie ein Nicht-Blutnamensträger. Weiter geht es dann zum Khan und Ilkhan. Ilkhan ist eben halt der Khan der Clans, der höchste, den es gibt, zum Beispiel Ulrich Kerensky. Merkwürdig, dass ich da auch so einen Namen mir gewählt habe. Und dieses System der Clans baut eben halt mehr auf das kriegerische System auf einen Minimalismus, zum Beispiel auch bei dem ganzen Kämpfen. Man bietet extra, wer das niedrigste Gebot hat, der darf angreifen, hat natürlich dann auch die Option, bis zu seinem Erstgebot die Truppen zu holen, natürlich unter Zugeständnissen für seine Mitbietenden. Es gibt natürlich auch noch die Technikerkaste, die Wissenschaftlerkaste, ist dort alles auch gegeben. Es gibt auch Freigeburten, also sozusagen die nicht aus dem Eugenikprogramm kommen, also aus diesem genetischen Pool stammen. Sind dann mehr oder weniger minderwertige Krieger, können aber auch mit in hohe Positionen kommen. Also mein Lieblingsclan ist eigentlich mit Phelan Kell, der ja eben halt als Findelkind aufgenommen wurde, als Freigeburt, als Leibeigener sozusagen, ja, Sklave kann man nicht ganz sagen, und das irgendwie schafft, hochzukommen, sich in dieser Kriegerkaste zu behaupten und halt sogar Khan wird. Okay, das waren eigentlich die wichtigsten Fraktionen, die es so gibt, ne? Also kommst da, wie gesagt, unterstützt dann später jetzt und um 3050 dann den Sternbund, also ist eigentlich quasi dann der Verteidiger der Inner Sphäre gegen den Clans, gegen die Clans. Und ja, es gibt eigentlich da nicht allzu viel zu sagen. Wenn man direkt richtig eingehen will, da habe ich eigentlich zu wenig Wissen dafür. Dann müsste man wirklich die Leute fragen, die eben halt direkt in der Materie drin stehen, die sich damit richtig beschäftigen. Ich, wie gesagt, ich ziehe mein Wissen nur aus den Romanen. Und da weiß ich eben halt, dass zum Beispiel 3050 dann Corita und Dravion zusammengehen, also das Vereinigte kommen wird, um eben halt die Clan-Invasion aufzuhalten. Während Liao sich etwas zurückhält und Marek eigentlich auch nicht mitmachen wollte, nur diese Aufrüstkits dann baut. Aber es ging heute mehr oder weniger um Fraktionen. Und ihr merkt schon selber, ich kann euch auch nicht so viel dazu erzählen, weil eigentlich so viel Hintergrundmaterial gibt es eigentlich so nicht unbedingt. Also im Sarnanet könnt ihr dann gerne nachschauen. Es gibt natürlich dann irgendwelche Abhandlungen noch, ich weiß halt nicht mehr, wie die Turing Points oder keine Ahnung, was das so ist alles. Das meiste ist aber in Englisch und mein Englisch ist nicht so unbedingt das Beste, was es gibt. Deshalb bin ich ja schon froh, dass ich mit der Commanders Edition ein klein wenig hinkomme. So, also was ist eigentlich... eine Fraktion habe ich noch vergessen. Die Söldner-Fraktion, ja, das sind ja unterschiedliche Einheiten. Die spiele ich am liebsten, weil da kann ich nichts falsch machen und die Falschen mir aufstellen. Ja, okay. Das wären eigentlich die Fraktionen. Was sich dann natürlich neu gebildet hat um 63, der neue Sternbund. Da spielen dann natürlich auch meine Novakatzen eine große Rolle, die dann plötzlich auch mit, ja, die dann in die innere Sphäre kommen. 3063? Ja, genau, nach Vernichtung der Nebelpartner, die Novakatzen dann auch in die innere Sphäre, finden ihre Heimat bei Corita auf ein paar Planeten, da dürfen sie sein. Ach, die habe ich jetzt wirklich nicht im Kopf.
Und ja, sie bilden dann mit den Kern der Stammbund Verteidigungsstreitkräfte, unter anderem mit der Eridiani-Reiterei und KOMS da selber. Also auch echt cool, was man da für Möglichkeiten hat. So, das war es eigentlich schon, weil ihr merkt selber, ich bin noch nicht ganz so firm, was es die ganzen Häuser betrifft. Ich habe dann natürlich meine Vorlieben. Ich mag eigentlich auf der einen Seite Haus Davion und ja, Corita irgendwie auch, ne? Weil die durch ihre Tradition finde ich die nicht schlecht. Auch Haus Liao hat irgendwo seinen Reiz. Ja, eigentlich jedes Haus, bis auf Marek. Mit Marek kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. Wahrscheinlich, weil es auch da nur so komische Romane gibt über, mit Blixworth und die Ritter der Sphäre, was nicht unbedingt mein Fall ist. Aber ansonsten kann man sagen, ist eigentlich ein schönes, durchdachtes System, auch von den Fraktionen her. Man kann wirklich auch mit dem einen Mech, zum Beispiel der Atlas, der kann ja zum Beispiel in jeder Fraktion sein, auch bei den Söldnern. Und das ist eben halt das Tolle, dass man hier bei Battletech so schön flexibel sein kann und nicht ein Vermögen ausgeben muss. So, das war's dann für heute. Ihr habt ja jetzt ja auch die Matten gesehen. Jetzt in den letzten Videos, die stelle ich euch dann mal vor bei Gelegenheit. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Auf jeden Fall kommt das noch natürlich in der aktuellen Season der Battletech Essentials. Hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Und ein Abo könnt ihr auch sehr gern hier lassen, wenn ihr wollt. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei den Battletech Essentials. Ciao, ciao und bye bye, sagt euer Ulrik. Macht's gut, Leute.